So, neue Folge, neues Glück. Ist doch das da schon direkt vor uns, oder? Ja, ne, glaube ich auch. Was sagt die Map? Was sagt der Navigator? Der Navigator schießt gerade in die Luft, direkt vor uns. Der Navigator ist wieder läuft. Ja, ja. Ist jetzt wohl kaum verfehlbar. Segel schon mal rein. Marvin, machst du auch noch was? Das andere Segel vielleicht mal rein? Ja, sind nur noch 1000 Meter von der Aber noch nicht komplett. Mach erst zur Hälfte. Reicht. Ich mach den Anker. Ich hau den Anker rein. Relax. So 1000, sagt er. Instant da. Wir waren halt anders schnell. Jetzt sind es nicht mehr 1000. Jetzt sind es nur noch 5. Toll. Nur noch 1000 Millimeter. Dann sind wir da. Boom. Wer soll ich Anker werfen? Nein! Ich dachte 1000 Millimeter, das ist nicht so viel, Jan. Verpiss dich. Naja, wir legen direkt hier an, dann können wir direkt alles schnell abgeben. Ja, ich glaube, der Anker hat sich automatisch. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Also wir haben auf jeden Fall einen komplett geilen Fahrer wieder erwischt hier. Ja, ich wusste nicht, dass das hier so flach ist. Junge, da ist also, doch gar kein Wasser groß drin, alles gut. Ja, weil wir halt mit dem... mit der Nase komplett in der Luft hängen. Also, hä? Sehe ich das, wenn ich da hier fahre? Guck mal, wie viel Wasser hier noch ist. Als ob unser Ding so tief geht. Muss man halt mal seine Gewässer kennen. Tiefschmief. Ja, Tiefschmief. Müssen wir hier zum Goldsammler, müssen wir doch bestimmt, oder? Was ist denn hier der Goldsammler? Ah, da. Hast du den Anker geworfen, Jan? Ja. Ja, ja. Ja, der bewegt sich nur weg, weil wir... Wo ist der Goldsammler? Der Schlüsseltyp. Die kleine Hüte. So, kriegen wir mal Mulas. Aha. Zack. Junge, der schallert ja richtig rein jetzt hier. Ich bin jetzt bei 106.000, 108.000. Exotische Seide habe ich auch nochmal. Eigentlich jetzt, was er damit. Mit der Seide? Wert, wenn sie watten, das wird. Hä, wie soll die denn aber. Wie kriegen wir die denn trocken? Ja, indem sie nicht nass wird. Nee, wie kriegen wir die trocken an Land? Wenn wir besser dran fahren. Ja, dann lass die doch, dann lass die noch drauf. Ja, Jan ist schon ins Wasser. Dann fahren wir danach auch. Achso. Too late. Wo ist der Handelsorden? Ach, der war vorne. Ja, vorne. Steg. Dann waren ja die. Ja gut, dann weiß ich das für das nächste Mal. Oh, was kriegen wir hier dafür? 8000. Ja, 800. 1500, glaube ich. Oder 800. Ne, das war 800 noch was. Kommt bei mir ein bisschen später. Na, guck mal, der Goldsammler, Junge, der ist langsam happy mit uns. Ah, da war auch ein Dings dabei. Schädel. So, die Lagerkiste. Machen wir jetzt mit der? Kaufe ich die? Ich glaube, die kannst du nicht verkaufen. Okay. Haben wir hier noch was? Ja, wir haben noch über viel. Wir haben jetzt noch immer noch zwei Dings. Junge, zwei Edelsteine. Also wären wir da jetzt versenkt worden, das wäre aber komplett RIP gewesen. Yep. Ja. Wäre ich weggetiltet, sein Uropa. Pavillon des Seelenordens, wo war der denn nur schon wieder? War der da drin? Ja. Genau, das ist die Augentante. Oh, Maschallah. Einfach das Mula. Haben wir noch mehr, ne? Wir haben nochmal exotische Seide und Stoffe. Also dafür tun wir aber dann erst umfahren. Ja, dann tut mal einer hier noch den Edelstein wegmachen. Ich fahre schon mal dahin. Komm ich um den Edelstein, komm mal. Too late. Nee, nicht nochmal too late. Nee, nur der Edelstein. Machst du weiter? Also, oder machen wir. So, ja, zu zweit dachte ich. Ja. Schneller. Oh ja, geht eigentlich schon noch. Teamwork, Ricky. Teamwork makes the dream work, ja. 1000 hat er nochmal gebracht. Bin ich jetzt schon bei
fast 91k. Na, guck mal, wie viel braucht man für das kleine? 250, ne? Naja, dauert noch ein bisschen. 124.000. Dauert noch ein bisschen. Ach, Ricky, wo ich gerade deine Zahl da sehe im Namen. Dieses Jahr, ne? Da ist Verdummnis. Wobei jetzt 30 geht immer noch. In 10 Jahren, da wird Verdummnis. Also 34 wird kein gutes Jahr. Also wird 34 kein gutes Jahr? Weil er da 40 wird. Das Jahr 34. Nicht das Alter 34. Ich musste auch kurz überlegen. Junge, fahrt ihr jetzt komplett auf mich zu und dann ballert's? Oder fahrt ihr da auf den Hafen? Ah, bis zum Steg wollt ihr, okay. 40 haben aber echt viele Probleme, also. Ja, deswegen. Marvin, ja, haut da mal rein. Der Körper schon zu Ende. Also wenn wir so ein paar hundert Jahre zurückdenken, ist halt also mit 40 Ende. Weiß ich nicht. Die anderen 40 Jahre werden einfach nur noch mit Medizin überbrückt. Das nicht ist die beste halt. Einstellung, um auf 40 zuzugehen. So. Das ist halt, das ist die 40 auch näher als die 20, ne? Oh oh. Ja, deswegen, ist alles Verdummnis. Marvin? Danke, ja. Schaffen wir den Sprung hier überhaupt schon? Nee. Ja, das wird aber nichts, ihr Lieben. Doch. Warte. Ich hab eine Idee. Okay. Hau mal Anker hoch wieder. Dann macht aber das Segel rein, oder? Noch weiter. Ja, das, warte, das mache ich. Weil ansonsten geht das Ding gleich los wie Schmitz Katze. Schmitz Katze. Ein bisschen brauchst du, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Na, ich glaube. Ja, doch, ich glaube, wenn die dann oben sind, hast du dann nur noch den Schwung. Ah, ne, guck, der tuckert. Achso, du kannst den drehen, ja, das geht, das stimmt. Ja, passt. Boom. Anker, Marvin. Jo. Junge, du musst auch mal mitarbeiten. Ja, ist ja gut. Jetzt seid ihr fast schon wieder zu weit weg. Ey, also Marvin ist. Oben drauf, runterspringen? Marvin ist ein lustiger. Ich mag ja, Marvin und unser Crew. Geht komplett, Digga. Gar kein Problem. Marvin bringt den gewissen Pep mit rein, auch einfach. Wenn du mich ja, Marvin bringt so Pep mit, ja. Nein, Marvin. Da hab ich keine Lust drauf. Nicht aufgehen. Ja. Marvin bringt Pep mit. Pep Guardiola. Aber was ich sagen muss. Ja, wo war das? Bei welcher Tante? War das Tier verkaufen? Handelsbund. Hofdeutsche? Ja, hier. Hier vorne, Marvin, du bist schon vorbei. Ja. Also ich kann die doppelläufige Pistole kann ich nicht empfehlen. Die war nicht so. Nee, immer Schrotflinte. Damit kannst du Leute, glaube ich, irgendwie fast one-shotten. Schrotflinte ist hier Meta, oder was? Also war sie zumindest damals. So, und da meinst du jetzt, haben wir mehr bekommen, ja? Wenn das nicht nass ist. Na, ah ja, da, guck mal, im perfekten Zustand stand auch da. Ah, das habe ich auch. Oh, guck mal, Handelsbund. Ah, ne, da waren wir schon. Haben wir da schon 5? Weiß ich nicht. Nee, ich glaub. Ja, doch. So, und dann machen wir weiter bei dem Goldtypi. Haben wir da jetzt was freigeschalten? Ja, welches Level sind wir denn? 7. 8. Fast 9. Aber hier schalten wir erst ab 10 neue Sachen frei. Ja. Also wir könnten das dann natürlich nochmal machen. Ja, einfach das nochmal machen, oder? Oder bringt uns ein Rätsel mehr? Weil Rätsel haben wir ja später freigeschalten. Das stimmt, ist aber... Achso, ist nur Länge 1. Ja, das kann sein. Nur die Länge, genau. Na, dann machen wir das mal, komm. Ja, muss nur noch annehmen. Ein Rätsel, oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Auf Crooks Hollow erwartet dich schon jenseits des Meers ein kostbarer Lohn. Auf Crooks Hollow. Crooks Hollow. Crooks Hollow ist neben Barnacle Cay im Nordwesten. Sieht aus wie ein Penis, die Insel. Rechts und links zwei Eier und oben die Eiche. Alter, geht das schnell. Ja. Oh, wir brateten hier eine Schlange. Alter. Weil hier die ist gerade, die ist gleich schwarz. Dann nimm sie runter. Ne, ich kann nicht runternehmen. Ich hab Inventar, glaube ich, voll. Hä, die ist doch noch super. Nee, die ist jetzt schon braun. Also, die nimmst du jetzt schon. Die ist jetzt schon gut. Wenn die so angerotet ist. Perfekt gebratenes Fleisch zu. Junge, Marvin, Maschallah.
einfach, der Bräter. Ich weiß, wer unser Koch wird, glaube ich. Gibt's auch so eine Kochmütze als Hut? Ist es nicht. Hey, Marvin ist... Was hast du gesagt, Ricky? Nix. Marvin ist der fürs Filigrane, nicht der fürs Raue. So, schauen wir mal, ob der Kurs okay ist. Nee, wir müssen komplett Westen, mehr oder weniger. Ja, weil wir ein bisschen nördlich gefahren sind, dadurch, dass wir aus dem Hafen ausgelaufen sind. Komplett ausgelaufen. Nach links drehen. So. Ich nehme mir mal hier Marvins Platz ein. Oh, an überbord? Nee. Ich dachte schon. Junge, Marvin ist aber auch ein Paket, ey. Holy. Ihr müsst einfach hier vorne hin. Und Gart. Und dann schlafen legen. Junge, warum haben wir niemanden mehr am Steuer? Na, wenn wir doch guten Kurs haben, da passiert nichts. Oh, Mann, überhaupt nicht. Oh Gott, ich bin hinterher gesprungen. Zweimal über Bord! Wir dürfen nicht alle über Bord gehen, Ricky, du musst anhalten. Ne, alles drauf, der hält dich an! Ich dreh um. Wir können gleich mit der Meerjungfrau wieder herkommen. Hä? Ich fahr mal weiter. Na, da kommt gleich eine Meerjungfrau vor euch. Auf zur Meerjungfrau, Marvin, auf zur Meerjungfrau. Hä? Warst du noch nie bei der Meerjungfrau, Marvin? Schiff. Ah. Naja, das der Mechanismus des Runterfallens. Zweimal über Bord, zweimal über Bord. Steuerbord! Was macht ja, der hier? Ganz ruhig. Jo, wir hatten einen guten Kurs, du musstest nichts machen. Ein bisschen Wind eingefangen. Ja, ihr seid über Bord gesprungen. Junge, und da sagst du nichts machen. Ich steuere auf die Steine zu. Ich wollte euch noch abholen, wollte noch drehen, ey. Ja, Junge, Alter, dreh dich gleich mal hier den Hals um. Hier, du hast wieder ein Steuer. Mr. Steuermann. Ja, wo müssen wir denn überhaupt hin? Na, hier geradeaus, da ist doch viel. Wir sind super auf Kurs, sagt der Navigator. Das hast du auch gerade eben gesagt, Ricky. Wir brauchen einen Navigator, aber wir sind super auf Kurs, ja. Ich sehe. Ja, ich weiß ja nicht, was hier der andere Behelfssteuermann gemacht hat. Komplett ins Verderben. Ja, wir steuern komplett drauf zu. Wir sind auch gleich da. Also da diese Insel da mit dem, die aussieht wie eine Torte, da müssen wir hin. Rickys alte Augen sehen diese Insel gar nicht mehr. Nee, wirklich. Gib dir gleich meine Augen. Der hat schon zu viel rumgesaffen, wie der Boy. Dauerstar. Dauerblau, würde ich sagen. Was kommt dazu? Dauerstar, Ende gesoffen. Ja, der Marvin gönnt sich hier erstmal neben mir. Junge. Kritischer Lachs. Oh, Marvin, langsam müssen wir hier mal ein bisschen worken. Ja, okay. Schon mal Segel halb. Ist schon. Marvin schwankt doch bestimmt schon. Schätzen, da ist ein Schatz neben uns! Schatz neben uns! Anhalten! Ja. Rechts einlenken. Oh Gott! Ja, wir plunschen noch zum Schatz. Okay. Da müssen wir müssen zwei. Wir müssen zwei. Zu zweit. Zwei? Ja, da sind zwei Lichter, glaube ich. Oh! Ah ja, das ist korrekt. Marvin ist im Wasser, der kommt. Ich weiß gar nicht, ich schwimme sehr weit nach links irgendwie. Ich versuche gerade auszuschwimmen. Ich schwimme nach links und nicht. Guck mal vorher nochmal bitte in die Kisten, Marvin, ob da noch was Geiles drin ist. Ja, also es dauert noch eine Weile. Ich weiß gar nicht, ob ich noch auf Kurs bin. Also besoffen ins Meer zu springen, ist vielleicht auch nicht die schlauste Idee. Ibiza-Urlaub, let's go. Marvin schwimmt einfach von der Nordsee aus.
den Rhein entlang und dann weiter. Mal dreht sich unser Schiff? Ja, ich drehe gerade Richtung Marvin, damit ich ein bisschen näher an den Boy rankomme. Ja, ich bin schon wieder nüchtern. Beruhigt habe ich mich jetzt nicht. So, dann schwimmen wir mal hier durch die Fischis durch. Hallo Fischis. So. Hier hinterm Wasserfall ist hier nichts. Das ist nur ein Märchen. So, was sagt das? Oh ja, jetzt ist... Oh. Im Jenseits des Meeres ein kostbarer Lohn. Okay. Von dem Gemälde... 7 Schritte gehen Südosten von dem Gemälde der endlosen Eidechse. Im Untergrund erwartet eine Schaufel ein kostbarer Fund. Von dem Gemälde der endlosen Eidechse. Im Untergrund. Ja, wo fährst du denn hin, Ricky? Die Eidechse im Untergrund. Vor dem Gemälde, ja. Ist die Frage, wo ist das Gemälde? Ist im Untergrund. Da gibt's viele Untergründe. Anker gleich, warte noch nicht. Ja. No. Das Gemälde, Lagerkiste, Kanonenkugeln. Also erstmal das Gemälde finden. Sind wir denn da überhaupt in der richtigen Dings? Hier ist ein Schatz oder hier ist Gold. Unibeutel. Sieben Schritte gehen Südost von dem Gemälde. Habt ihr das Gemälde schon? Die endlosen Eidechse. Nee. Wait, ist das vielleicht hier einfach so ein Dings, also eine Höhlenmalerei? Ja, hätte ich auch gedacht, eventuell. Es darf nicht irgendeine Eidechse sein, sondern sie muss endlos sein. Also ist dann... Oh! Ah! Also hier sind 2 Eidechsen, mit die du gegen... Über so ein... Ich weiß nicht, ob das Richtige ist. Siehst du das mal? Was ist das für ein Bosch? Das war mein Dreizack. Aber das ist wahrscheinlich nicht endlos, oder? Südosten, doch, warte mal. Also mit dem Dreizack war diese Statue One-Shot, by the way. Okay. Oh, Marvin, hinter uns. Oh, pass auf, Marvin, pass auf, hinter dir, weg. Zu nah! Warum schießt du da drauf? Du musst dich retten, Ricky. Nee, ich muss mich erstmal selber retten, Alter. Aber ich hab den Schatz gefunden. Schnell. Alter, du hast die sind alle tot, die sind explodiert. Ja, du hast das scheiß Ding gefunden, also Kamikaze. Junge Terrorist einfach. Jetzt bin ich weg. Ja, du weißt, du hast halt gestorben. Ich hab's ja schon für dich gefunden, Ricky. Okay. Guck mal, jetzt muss ich wieder die Kiste ausgraben, weil Marvin das nicht gemacht hat. Mir schießt ja auf das Scheißfass. Ja, manchmal ist zu nah. Manchmal ist zu nah, Marvin. Also nicht so nah, Marvin. So, und habt ihr jetzt die Eidechse gesehen? Hier, und dann... Wir haben den Schatz schon gefunden. Naja. Und was war drin? Gold. Nice. Ich hab hier so einen Stab gefunden. Na dann, ab zum Schiff und nach Hause, oder? Was ist das hier? Ja. I think so. Der Stab bringt ja auch nochmal ordentlich Mula. Ah, stimmt.
Mhm. Man kann auf jeden Fall. Oh, da kommt ein Schiff auf uns zu. Was? Da kommt ein Schiff auf uns zu. Das ist, glaube ich, aber das NPC-Schiff. Das ist das große Dreier. Ah, okay. Das sieht aus wie ein NPC. Weil das fährt da auch so komische. Ja, das hat auch so zerrissene Säge. Also in der Kiste sind zwei Schätze drin. Also das Schiff dreht in unsere Richtung. So. Na, dann kommt mal hier zum Anker. Wir müssen Richtung Osten. Ein bisschen Süden. Osten? So. Drehen. Ja, du darfst gerne wieder, ich wollte nur erstmal. Okay. So, hab mittig gestellt. Ah ne, Wind kommt so, von Osten da. Osten hast du gesagt. Ja, Osten, ein bisschen Süden. Ein bisschen weit. So. Jetzt müsste es ballern. Sag mal, wie kurz ist. Ja, so. So müsste gut sein. Ich guck nochmal. Jo, perfekter Kuss. Oh mein, da kommen gleich Steine. Kann jemand mal Ausschau halten, wie ich die umfahre am besten? Weil ich sehe gar nichts. Links rum. Backbot. Oder wir machen auf Risky und fahren durch. Ja, ja. Das hatte ich vor. Ja, ja. Na, lass mich mal auf den Mast gehen. Marvin kümmert sich um den Rest da auf dem Schiff. Das heißt, Krähennest. Hinlässt. So, also wir könnten ein geiles Manöver machen, indem du jetzt Steuerbord machst. Steuerbord. Und so den Kurs geradeaus jetzt halten. Ein bisschen Backbord, ansonsten ballern wir. Ja, ich bin schon am Einbruch. Geh schon mal runter. Ja. Gar keine Konfidenz. Oh, wird knapp rechts. Ach komm, Alter, da passt noch. Okay, Steuerbord. Dazwischen. Nie dran gezeigt. Okay, geradeaus, da ist unser. Aber wir müssen ein bisschen Backbord, damit wir dann schön an den Turm rankommen, da. Von der Seite. Okay. Wir können auch schon mal das kleine Segel ein. Ich komme wieder runter. Nee, lass noch. Wir müssen ja hier einmal drum herum schiffen, ne? Aber ja, macht die kleinen Segel. Macht mal beide auf Hype. Große. Oder holt schon mal komplett ein. Ja, hier vorne ist das schon. Wir halten da hinten, oder? Ja, wir halten hinten. Pretty good, eigentlich. Ist okay. Halt noch ein bisschen weiter. So, na dann. Nimmt jeder sich hier einen Bums mit und dann geht's ab. Ich weiß nicht, ob bei der Einschatztruhe, die man öffnen kann, ob das Worfer ist, erst die Sachen da rauszunehmen und die dann zu verkaufen und dann die Truhe, oder ob das zählt, wenn man beides gleichzeitig macht. Dann müssen wir jetzt zu dem Goldfuzzi, ne? Soll ich es rausnehmen jetzt? Weiß ich nicht. Ah, guck, Reliquie verkauft. Hast du es rausgenommen vorher? Okay. Ich verkauf's jetzt einfach so. Achso, der verkauft erst den Inhalt und dann kann man die Schatztruhe nochmal verkaufen. Ah, okay. Na, guck mal, das gibt richtig Mula. Also, PvP bringt ja anders viel. Das ist ja auch der Hauptmodus. Spur der Macht. Achso, das war das Ding, was da drin war. Okay. Huch. Ach, die Lagerkiste haben wir immer noch. Die stört ja übel. Da ist noch was drin. Kann ich die denn weghauen? Also kann ich die verkaufen? Ist die Frage, ob du die vielleicht verkaufen kannst, wenn sie voll ist oder so?
Aber die hat halt keine Anzeige mit voll sein. Na, der Dreizack bringt nicht so viel. So. Naja, also die Dingskiste kannst du nicht verkaufen. Noch die Schatztruhe verkauft. Und jetzt musst du ja eigentlich. Happy sein. Jetzt müssten wir alles haben, oder? Ja, Obstkiste. Ich glaub schon. Jetzt auf Missionstisch. Missionstisch sagt, wir haben es geschafft. Okay. Welches Level ist der Boy jetzt? 9¼. Ja, hat das jetzt mehr XP gebracht als das andere? Da habe ich halt nicht drauf geachtet, scheiße. Bei mir ist jetzt 8¼. Hast du schon mehr gemacht bei dem? Ich habe mir das eine Level gekauft. Ach stimmt. Das heißt Level gekauft. Ah, ja. Also macht halt legit keinen Unterschied, das Level, zu wann du das holst. Verstehe. Na gut, na dann machen wir doch noch eine Mission, oder? Oder genau, seid ihr raus? Ist jetzt die Frage, hatten wir gerade mehr XP bekommen durchs Rätsel oder hatten wir mehr XP bekommen beim Kapitänschatzkarte? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, die ich dir leider nicht beantworten kann. Ich wollte gerade fragen, welches Rätsel, aber gut, wenn sie das als Rätsel klassifizieren. Was ich aber beantworten kann, ist... Ui, nee, nicht das. Sondern... Jetzt sag ich dazu. Ein richtiger Bass.